Ja, und zwar zum Beispiel Living in Stereo, so heißt das neue Album, mit dem Nick Howard die Herzen seiner Fans erobern will. Ja, und dass das klappt, da sind wir relativ optimistisch, denn mit seiner Stimme wurde er schon schließlich The Voice of Germany. Heute bringt er seine neuen Lieder mit in den ZIP-Sommergarten. Nick Howard ist bei uns der Mann mit der glasklaren Stimme. Er hat sich mit dieser Stimme nicht nur den Sieg bei The Voice of Germany geholt, sondern auch Millionen von Herzen erobert. Und Sie werden gleich hören, warum. Ja, es gibt nämlich schon mal ein kleines, aber wunderschönes Stückchen von Untouchable. No one's gonna break us down. We are untouchable. When no one's gonna hurt us now. We are untouchable. But we fall. Howard, später mehr, und da freuen wir uns schon drauf. Auf einen Singer-Songwriter, der schon vor Millionen überzeugt hat. Das ist Nick Howard. Heute gibt er ein Gastspiel hier bei uns im Sommergarten, und los geht's mit Dancing as One. We're gonna wreck this town, rip up the ground. If you're holding on, just let go. We're gonna break the mold, sleep when we're old. So, Nick Howard hier bei uns heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir müssen noch was klären, weil das war nicht etwa der kürzeste Song der Welt, sondern das war nur ein ganz kleines Stückchen davon. Hallo dir. Wie ist das eigentlich? Sprichst du heute lieber nur über heute und über das, was kommen wird? Oder erinnerst du dich gern auch an die Zeit von The Voice of Germany? Ja, yeah, The Voice of Germany, das war ein super Kapitel in meinem Leben. Und ich habe nur super Memories von dann. Und ja, es war cool. Also ich gucke sonst keine Castingshows. Das war die einzige, die ich geguckt habe. Und was ich besonders schön finde, ist, man hat immer ein Lächeln im Gesicht, weil das einfach nur gute Laune macht. Und so war es für dich wahrscheinlich auch. Ja, es war ein super Zeit. Und für mich, The Voice of Germany ist ein bisschen anders als andere Castingshows. Und es hat eine super Reputation in Großbritannien und in den USA und hier in Deutschland auch. Und ja, ich war nur ein von so vielen super Talents. Und ja, wir haben viel Spaß gehabt. Nun hast du ja vorher schon Musik gemacht und konntest dir da ein paar Träume erfüllen. Yeah. Trotzdem war es vielleicht für dich noch mal was Besonderes, dann mit so jemandem wie Robbie Williams da gemeinsam auf der Bühne zu sein? Das war so toll für mich. Mein erster Konzert war Robbie Williams. Und so plötzlich bin ich auf der Bühne mit meinem Vorbild. Und es war so cool. Und mit Emily Sandé auch. Und dann, war so cool. Ja, und es soll noch viele schöne und coole Momente in deinem Leben geben. Und ich würde vorschlagen, wir machen es uns mal da hinten in unserer Lounge gemütlich und zeigen unseren Zuschauern mal, was so alles bisher bei dir passiert ist. Okay? Okay, sounds good. Nick Howard. Mit seinem Song Unbreakable gewinnt er 2012 den Wettbewerb The Voice of Germany. Ein Profi ist der 32-jährige Brite aus Brighton schon vor seinem Sieg bei der Castingshow. Außerdem studiert er Informatiker und ganz offensichtlich ein Frauenschwarm. In Deutschland wächst die Schar seiner weiblichen Fans stetig. If I told you how I feel, if I told you what I hold inside, if I told you only how.
Sein Repertoire: ruhige Schmusesongs und echte Stimmungsmacher. Bis vor kurzem lebte Nick Howard 1,5 Jahre in Berlin. Zurzeit ist er überall und nirgends zu Hause. Mit bekannten und brandneuen Songs ist der Singer-Songwriter momentan auf Tour, auf Festivals in Deutschland und den USA. Nick Howard bei ZIP mit seinem neuen, inzwischen 5. Album Living in Stereo. Ja, und daraus hören wir hier bei uns im Sommergarten dann auch in wenigen Minuten die ganz aktuelle, die neue Single. Yeah. Aber für dich hat es, obwohl man denkt, Musik war schon immer da, und vielleicht war es ja auch so, trotzdem auch noch was anderes gegeben. Du hast Informatik studiert. Ah, yeah. Gibt es irgendeine Parallele zwischen Musik und Informatik? Ein paar. Ich mache alles selbst. So ich mache meine eigene Website, alle meine Graphics für das neue Plakat zum Beispiel. Also ich habe ein paar Skills. Und bevor ich ein Fulltime-Musiker war, ich hatte einen Job im Büro als ein Informatik-Nerd. Mhm. Und das hat mir eine Chance gegeben, ein bisschen Geld zu machen, so konnte ich Musik machen und aufgenommen und Shows spielen. Mhm. Aber jetzt, ich freue mich, dass ich habe nur einen Job und das ist Musik. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Aber so ein richtiger Nerd, der braucht doch aber mindestens so eine Brille. Ja, yeah, ich habe das vergessen. Also du hast ja auch eine ganze Reihe von Jahren schon in New York gelebt und du deutest an, du hast dort gut zu tun gehabt, weil du warst der Informatiker, dann sollst du auch noch in einem Café bedient haben. Yeah, yeah. Und abends hast du dann oder nachts dann irgendwie noch Musik gemacht? Wie geht denn das? Genau, ja, das war eine coole Zeit in meinem Leben. Für mich, das war ein Movie. Ich habe einen Bürojob gehabt, 9-to-5, und dann nach meinem Bürojob, ich habe im Café gearbeitet, und dann hatte ich ein bisschen Freizeit, ich würde im Studio sein, oder ich habe Lieder geschrieben, und so, aber das war so cool, und ich war ein junger Mann, und das ist... Aber it's cool. It's cool. And New York, das für mich ist ein unglaubliche Stadt. Und wenn du hast einen verrückten Traum, wie Musik zu machen, du musst in eine verrückte Stadt sein. Und so New York war perfekt für mich. Und, und deshalb gehst du auch immer wieder gerne hin, weil du hüpfst ja überhaupt dauernd irgendwie durch die Gegend. Also erstmal bist du Brite, dann bist du in New York, dann ich weiß gar nicht, welche Station noch. Auf jeden Fall noch Friedrichshain, da warst du ungefähr so 1,5 Jahre. Macht dir das auch Spaß, immer mal so ein bisschen rumzugucken? Ja, ich fühle mich ein bisschen wie James Bond manchmal. ich bin überall. Ich lebe so vielen Staaten. Ich habe so viel Glück, dass habe ich eine Chance gehabt, in so vielen schönen Staaten zu wohnen. Und hier in Berlin, oder in der Nähe von hier, in Berlin letztes Jahr, das war eine super Erfahrung für mich. Und ich bin immer unterwegs, so es ist nicht so wichtig, wo meine Wohnung ist. Normalerweise habe ich keine Wohnung. Und so ich fühle mich zu Hause auf der Bühne. Du hast wirklich das sagen dir wahrscheinlich 1000 Leute am Tag, du hast so eine wunderschöne Stimme, aber ich finde, bei dir kommt noch was anderes dazu. Das ist dieses, man sagt so Ausstrahlung, das ist das Lächeln und die Augen lachen mit. Gibt es trotzdem auch mal so miese Stimmung für dich? I didn't quite understand, sorry. Miese Stimmung, du bist schlecht drauf, gibt's das? Ich weiß noch nicht mal, was es ist. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Manchmal, mein Deutsch ist nicht so perfekt. Ja, schlechte Laune. Ja, yeah, cool. Nicht. Okay, I'll just keep smiling. Gut, mach weiter. du hast ja auch die Chance gehabt, vielen Leuten zu begegnen, die auch als Musiker sehr erfolgreich sind. Du hast The Voice of Germany gehabt und bist schon so gut. Kann man da trotzdem immer noch was mitnehmen, was lernen? Oh ja, yeah. Also ein Musiker, immer. Ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Und für mich jeden Tag ist ein Neutag. Und ich habe ein super Erfahrung gehabt, so weit in meiner Karriere, in meinem Leben, aber ich lerne etwas neu, Deutsch, zum Beispiel jeden Tag. Und ich hoffe, hoffentlich in 10 Jahren bin ich ein bisschen besser noch. Und
Ich glaube ja immer noch, dass du mich eben veralbert hast. Also wer sagt, dass er vor 3 Jahren ein junger Mann war, der hat auf jeden Fall Humor. Also ich würde dich ganz herzlich bitten, dich auf den Weg zu machen. Ich freue mich drauf, dass du heute nochmal für uns singen wirst und das live und nur mit der Gitarre. Ich finde das ganz, ganz toll. Vielen Dank. Bitte mal auf den Weg. Und ich glaube, unsere Zuschauer begleiten das auch. Also, wir hören vom neuen Album von Nick Howard. Das heißt Living in Stereo, ein Titel, das ist die neue Single, den man irgendwie ganz gut nachvollziehen kann. Can't Break a Broken Heart. Wenn Ihnen das gefällt, davon gehe ich aus, können Sie sich einen Termin merken. 25.09. in der Kulturbrauerei in Berlin. Da wird Nick Howard auftreten. Und jetzt hier live bei uns im Sommergarten, Can't Break a Broken Heart. Slow down. Babe, I need a second now to breathe out. I feel myself again. I don't know how to scrape myself off the ground, get you out from under my skin. But now I've been shattered and I've gone through the pain. Well, I can't be broken again. You can try and set me down, don't hurt no more, so try to wear me out like you've done before. Now you've already done your worst, I tore my world apart. You can try and set me down, you can't break a broken heart. Three days and I can't shrink you off my mind. Replace the space in my bed. These three words, you know that they don't sound the same no more, and I wish that I could feel them once again. And, oh, but now I've been shattered and I've gone through the pain. Well, I can't be broken again. You can try and set me down, but it don't hurt no more. Try to fix this paper heart, but it's never gonna be the same. Never be the same. You can try and try, but I'm immune. There's nothing more that you can do. Now my heart cannot be broken, never broken again. You can try and set me down, it don't hurt no more. So try to wear me out like you've done before. Now you've already done your worst, I told my Nick Howard mit Can't Break Broken Heart. Die gute Nachricht ist, Sie sehen ihn am Ende der Sendung noch mal wieder. Ich glaube, Angela hat sich so ein bisschen verliebt. Psst, jetzt gibt es noch mehr. Oh, das war schön. Und hat das Spaß wird gemacht. Mal wieder noch schöner, weil wir dürfen jetzt noch einmal Nick Howard erleben mit seinem Song Dancing as One. Looking up on hopeful skies, I'm reaching out to feel the love inside. We're gonna wreck this town, rip up the ground. If you're holding on, just let go. We're gonna break the mold, asleep when we're old, and we won't back down. We don't care. We don't care.
sound, 'cause we're living in stereo. So let's take this town